Hallo zum siebten Türchen von meinen Adventskalendern. Moment. So, jetzt seid ihr gerade. Ja, heute ist der 7. Dezember und wir beginnen mit dem Päckchen vom Kalender von der lieben Schnäppchenjägerin. Kanäle wie immer unten verlinkt, ihr kennt das schon. Ich reiß das jetzt einfach auf. Oh, da ist noch mehr drinnen. Das habe ich schon gesehen bei der lieben Christina, Miss Fruchteis. Und zwar ist das so Seidenpapier. Und wie die Christina schon gesagt hat, man kann das ganz gut hier in der Mitte falzen und dann aufrollen und dann hat man so eine Quaste. Für was das eigentlich gedacht ist, Girlande Fransen steht hier. Okay, also ich werde es höchstwahrscheinlich zu Quasten verarbeiten. Aber mal schauen, fällt mir sicher irgendwas ein. Dann haben wir hier, schauen wir mal, ah ja, die habe ich auch bei ihr gesehen, Stickerbögen. Richtig, richtig schöne. Freue ich mich, dass ich die auch habe. Echt cool. Oh, schön. Schaut mal. So sommerlich. Gefällt mir auch sehr gut. Und ein bisschen was ist noch drinnen. Und zwar, Wahnsinn, wie teuer das ursprünglich ist bei Depot. Da haben wir hier so Tags, so Geschenkanhänger. Ich hole die mal raus. So, da steht überall, glaube ich, Surprise oben. Schaut voll cool aus. Hier sogar mit einer Öse. Und das Surprise ist glänzend. Und das hat eben also eine Vertiefung. Ah, und hinten ist es auch so schwarz glänzend. Okay. Ja. Ah, gut. Das ist quasi so. Und die zwei, also das Schwarz und hier ist ausgestanzt, das so drüber und das ist hier mit der Öse zusammen. Coole Idee, auch zum selber machen. Wenn ihr irgendeine Wortstanze habt, könnt ihr euch da so coole Tags machen. Vielleicht inspiriert das ja den einen oder anderen. Genau, 5 Tags steht hier. Aber ohne Spaß, hättet ihr euch diese paar Tags um das Geld gekauft? Unverschämt finde ich teilweise beim Depot. Kann man echt nicht anders sagen. Aber ich freue mich. Und was haben wir hier Schönes? So niedliche Fische, auch vom Depot. Das sind so Anhänger, nehme ich einmal an. Oh, das sind sehr filigran. Aha. Okay, das sind einfach ausgestanzte Fische mit einer Aufhängung aus Papier. Gut. Wahrscheinlich ist das irgendwie im Sommer bei der maritimen Deko dabei gelegen oder keine Ahnung, was man sonst damit macht oder für was das gedacht ist. Ich werde die Schnur wahrscheinlich runternehmen und werde die Fische als Standsteile einfach verwenden. Genau. Alles in allem wieder ein sehr cooles Türchen. Hier die Nummer 7, genau. Und dann habe ich noch das Türchen von meiner lieben Vanessa. Und so cool, ich vergesse das immer, dass man in Serviette einpacken kann. Ich denke mir das so oft, wenn ich das irgendwo sehe, dass ich das auch einmal machen muss. Ja, keine Ahnung, woran es dann immer scheitert. Ja, na, das wäre ich mir jetzt, oder? Überlege ich mir noch, ob ich mir das aufhebe. Ich habe die eh auch. So. Und Isana.
3-in-1 sanfte Reinigungstücher für Augen, Lippen und Gesicht. So, so cool. Auch ich sah, schaut mal, wie niedlich bitte dieses Design von der Verpackung. Ja, und die liebe Vanessa weiß, dass ich mich über sowas freue, über so Produkte von dieser Marke, weil, wie gesagt, einen Rossmann und somit die Eigenmarke Isana haben wir in Österreich nicht. Und da probiere ich gerne mal so Sachen aus. Und alleine das Design, also das hätte, weiß ich nicht, was für ein Produkt sein können, wenn ich das vorne sehe, da bin ich einfach Verpackungsopfer und kaufe es mir wahrscheinlich. Aber in dem Fall ist das Produkt selber auch total cool. Also echt mega. Danke, Vanessa. Und natürlich liebe Nicole von Schnäppchenjägerin. Wir sehen uns gleich wieder, denn ich schneide euch wie gewohnt mehrere Tage zusammen. Also bis gleich. Hallo ihr Lieben. Es ist der 8. Dezember. Und wundert euch nicht, wenn sich meine Stimme ein bisschen komisch anhört, aber wir haben in der Früh, also ich bin erst aufgestanden, in der Früh nicht, ich habe ein bisschen lang geschlafen. Wir haben heute Feiertag in Österreich, aber ich bin erst aufgestanden. Die Uhrzeit sage ich euch jetzt nicht. Gut, ich fange wieder mit dem 8. Türchen von der Schnäppchenjägerin an. Ah, ich reiß auf. Und wir haben einmal, also das schauen wir später an, Washi Tape und zwar vom Action, das weiß ich so genau, weil das habe ich schon. Macht aber gar nichts, dann freut sich wer anderer. Das werde ich gleich in meine Box reingeben für Tausch und Überkette. Genau. Und dann haben wir hier vom Kick. Oh, das ist aber schön. Cool, das ist glaube ich aus Stoff. Ich muss das jetzt aufmachen. Da muss ich jetzt schauen. Schaut aber nach Stoff aus. Ups. Ja. Entschuldigung, da wurden wir kurz unterbrochen. Das ist wie verhext. Man setzt sich hin und dreht ein Video und irgendwer braucht was. Vielleicht kennt ihr das. Jetzt schaue ich gerade, boah, das ist ja voll cool. Das ist so ganz dünn Stoff, das klebt ziemlich gut. Das Problem ist nur dieser Träger hier. Oder wie soll das? Das klebt hier unten dann auch fest. Okay, das muss ich mir dann in Ruhe anschauen. Nicht, dass ich es jetzt kaputt mache, aber sehr schönes Muster. Cool. Und dann geht es weiter mit dem 8. Türchen von meiner lieben Vanessa. Und schaut mal, wie wunderschön das eingepackt ist. Wahnsinn, oder? Diese schöne Geschenktüte, die hat so einen Schimmer. Die hebe ich mir natürlich auf. Kommt vielleicht gleich ein Weihnachtsgeschenk für wem rein oder sie ist ja recht neutral, die kann man ja immer verwenden. Na, ich hab keine Geduld, es tut mir leid. Ich muss jetzt wissen, was da drinnen ist. Aber das natürlich ist ein wunderschönes Embellishment von ihr selbst gemacht. Das wird aufgehoben und irgendwo ganz besonders weiter verbastelt. Sehr schön.
Schaut mal, wie cool die Tüte schon alleine ist. Ich freue mich schon über die Verpackung. Und wir haben, ich lasse das noch einmal verdeckt, hier drinnen wieder eine leckere Schoki. Und Papier. Cool. Das schauen wir uns jetzt gemeinsam an. Oh, schön. Das ist recht dünnes Papier. Ich bin am Überlegen, ob ich mich hierbei ein bisschen an Origami trauen soll. Süß. Oder eben auch für so Rosetten ist das perfekt. Wow, schaut mal, wie schön das Papier ist, bitte. Cool. Boah, und so viel. Danke, Mausi. Ach, wie schön. Schaut's bitte. Oh, das schaut so aus wie so orientalische Fliesen. Irgendwie erinnert mich das. Cool, maritim. Ja, auch. Ich kenne die ganzen Motive, kenne ich gar nicht, die Blöcke. Oh, schaut's wie schön. Boah, das gleich so in einem Bilderrahmen, oder? Das auch. Das ebenso. Ja, hier auch. Ach, schön. Danke vielmals. Toll. Gut, ihr Lieben, ich werde noch einen Tag dazu schneiden, also sehen wir uns gleich wieder. Hallo zum 9. Dezember. Und wir beginnen mit Adventkalender von Schnäppchenjägerin. Den hebe ich mir natürlich auf. Und Spannung steigt. So. Aha. Was haben wir hier Schönes? Das sind so schöne Herzanhänger. Ja, sehr schön. Gefallen mir gut. Ich bin nur gerade so... Nein, ich bin nicht eingeschlafen vor der Kamera. Ich überlege nur gerade schon, was ich damit machen kann. Schönes. Ich mache ohnehin so gerne Anhänger. Da fällt mir sicher was Schönes ein. Ja, so schöne Taschenbaumler oder so. Da wird die Kreativität gleich wieder angeregt. Ja, sehr schön, cool. Wieder was ich noch gar nicht kannte, habe ich noch nie gesehen. Werde ich mir was Schönes überlegen. Sehr cool. Und mein zweiter Kalender von der lieben Vanessa. Schaut sich dieses wunderschöne Embellishment, diese wunderschöne Rosette an, die sie mir da drauf gegeben hat. Die werde ich natürlich wieder vorsichtig abfummeln. Ja, passt schon. Boah, schaut's mal. Echt schön. Danke dir. Und dann schauen wir rein. Hier wieder mit diesen schönen Foam-Sticker von Action. Und sogar diese kleine Tüte hat sie selber gebastelt. Wahnsinn. Und wir haben... Ja! Als ob sie es gewusst hätte, dass ich gerne
dass ich mir gerne so Holzfigürchen anschaffen möchte, verschiedenste, weil ich sowas noch gar nicht habe. Schaut mal. Ach Gott, sind die schön. Oh. Lebkuchenmänner. Oh, so. Niedlicher Weihnachtsmann, Schneemänner. Vergoldete Weihnachtsbäume. Rentiere. Schneeflocken in Gold. Oder kann man natürlich auch umdrehen und in Natur verwenden, wie man möchte. Noch ein Baum. Glöckchen. Oh. Und die schönen Schneeflocken gibt es auch noch in Silber. Ja, voll schön. Danke dir, meine Liebe. Und dir natürlich auch, Schnäppchenjägerin, falls du das Video siehst. Echt mega, mega cool. Dankeschön. Wir sehen uns morgen wieder zum 10. Türchen. So, wir packen das letzte Türchen aus für dieses Video. Und zwar haben wir heute den 10. Dezember. Und ich beginne wie gewohnt mit dem Kalender von der lieben Schnäppchenjägerin, Nummer 10. Es ist ganz dünn. Ich bin schlecht im Erraten, darum lasse ich es gleich. Und wir haben, ja, oh, ich freue mich so, ohne Spaß, ich freue mich riesig. Ich habe überhaupt keine so Sticker, wie heißen die? Fällt mir jetzt nicht ein, aber ihr seht es ja. Oh, und ich habe jetzt schon überall geschaut, dass ich mir welche bestelle und... Oh, Dankeschön. Wie cool. In Schwarz das ganze Alphabet und hier so Zeichen. Ich mache vielleicht so. Oh, Blümchen. Oh, ich freue mich wirklich riesig. In Pink so Ornamente. Dann, oh, was ist das Schönes? Freundschaft ist die Verbindung der Seelen. Nicht da ist man daheim, wo man wohnt, sondern da, wo man verstanden wird. Schön. Man muss sich im Leben so oft entscheiden. Du hast mir die Wahl des besten Freundes abgenommen. Oh Gott, ist das lieb. Dann haben wir hier, das ist so richtig metallic. Jubiläum, Abitur. Rente, Geschäftseröffnung, Ruhestand, Einschulung, zur Pensionierung. Cool. Das ist so richtig Spiegel. Dann hier so matt Silber, so glänzender Umrandung, Blümchen, auch wunderschön. Oh, Schmetterlinge, Schatz. Oh Gott, wow, ich freue mich wirklich total. Herzlichen Dank. Oh. So, so toll. Schleifen. Und zum Schluss diese wunderschönen Engel. Schaut. Oh, Dankeschön. So ein Riesenbatzen. Oh, mein Schatz. So, und dann mache ich weiter mit dem Päckchen von meiner lieben Vanessa. Und wir haben hier zum einen wieder was für die Schönheit. Isana Peel-Off-Maske Aktivkohle.
Porentiefe Reinigung verfeinert das Hautbild. Aktivkohle und Zink klärt und erfrischt. Auch von Rossmann Isana, voll cool. Und seine Aktivkohle-Maske hatte ich noch gar nicht. Bin ich gespannt, freue ich mich schon, diese auszuprobieren. Danke schon mal dafür. Und ich habe noch was gesehen in der Tüte. Jetzt ist sie leer. Und zwar ein Washi-Tape. Wir schauen gleich, was da drauf steht. Es ist auf jeden Fall weiß mit goldener Schrift. Be you. Jiha! Be you und Jiha! Und Herzen dazwischen. Ja, voll cool. Und auch schöne Farben. Habe ich noch nicht, freue ich mich sehr, kommt in meine Sammlung. Gut, ihr Lieben, ich glaube, 4 Tage wieder zusammengefasst zu haben. Ich werde das Video nun für euch hochladen. Wünsche euch allen ganz, ganz viel Spaß beim Anschauen. Und ich freue mich natürlich wie immer über Kommentare von euch. Genau, bis dahin, bleibt bitte alle gesund, passt gut auf euch auf. Und ich hoffe, wir sehen uns bei meinem nächsten Video wieder. Tschüss!